Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oder falls du zum ersten Mal hier bist, hi, mein Name ist Ginkgoman und ich liebe, liebe, liebe Naturkosmetik. Und heute gibt es ein Video in Zusammenarbeit, in Kooperation mit Angel Minerals, worüber ich mich riesig freue. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle an die Gründerin Karin Honkel, dass wir zusammen dieses Video kreieren können. Vor ein paar Tagen habe ich die liebe Gründerin angeschrieben, bezüglich einer Kooperation und sie hat mir noch am selben Tag geantwortet, dann haben wir telefoniert und festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander wegleben und ja, deswegen habe ich sie persönlich besucht und ja, hier eine Einblendung. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Frankfurt oder beziehungsweise nach Friedberg, glaube ich, genau, ist nördlich von Frankfurt. Und ich besuche heute die liebe Karin Honkel, die Gründerin von Angel Minerals. Ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen vlogartig mit. Jetzt gerade filme ich mit meinem Handy, deswegen verzeiht mir die schlechte Qualität. Und mein Mikro ist halt natürlich jetzt auch nicht angeschlossen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich versteht. Und ja, ich bin sehr gespannt, nicht nur auf Karin, sondern auch auf die Produkte selbstverständlich. Und ja, ich glaube, das wird ein wunderschöner, mega interessanter, cooler, geiler Tag. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt von einer Marke eingeladen wurde. Und an dieser Stelle möchte ich der lieben Karin auch sehr, sehr danken für die Einladung, weil Spurwechsel. Es ist total am Regnen, weil mich das natürlich sehr freut, wenn ich jemanden bzw. halt die Gründer, Gründerinnen selbst persönlich kennenlernen kann. Weil man möchte natürlich auch immer wissen, wer eigentlich hinter dieser Marke steckt, was für eine Mission die Person verfolgt und es ist immer noch mal was anderes und Schöneres, das im echten Leben persönlich zu besprechen und zu erfahren. Bisher hatte ich mit den meisten Marken ausschließlich Kontakt über E-Mail und ganz, ganz selten mal telefonisch. Und ja, das finde ich dann halt natürlich immer sehr schade, weil man dann gar nicht diesen richtigen persönlichen Bezug hat. Aber ja, den werde ich heute haben. Und genau, ich melde mich dann später nochmal. Als ich dann vor Ort war, haben wir natürlich die ganzen Produkte erstmal an mir getestet. Und ich habe überlegt, das jetzt immer so abwechselnd zu machen. Das heißt, die liebe Karin erklärt dementsprechend, ja, wie man die Produkte richtig anwendet. Und dann tragen wir es gemeinsam in meinem Studio nochmal, ja, zusammen auf. Einfach, ja, in diesem gewohnten, professionellen Umfeld. Und im Übrigen kreieren wir hier heute nochmal einen etwas anderen Look. Einfach, damit ihr sehen könnt, wie vielfältig und variabel die Produkte sind. Bevor wir jedoch loslegen, wollte ich euch nur sagen, die Foundation ist im Übrigen von Peter als die beste vegane Foundation, ja, ausgezeichnet worden für 2023. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Angel Minerals, an Karin und generell das gesamte Team. Ich finde das unglaublich, weil man muss bedenken, Peter testet ja auch alle anderen veganen Foundations. Also bei Peter ging es nicht um Naturkosmetik und nichtsdestotrotz hat eine Naturkosmetik Foundation ja den Award gewonnen, neben all den anderen Marken, die auch vegane Foundations herstellen und eben nicht Naturkosmetik sind. Das möchte ich hier ganz stark betonen, weil es ganz oft heißt, Naturkosmetik ist langweilig, Naturkosmetik ist nicht gut. Das stimmt nicht. Hier ist der lebendige Beweis, dass es eben nicht so ist und dass Naturkosmetik stark ist und powerful und genau dafür stehe ich auch mit meinem Namen und mit meinem Kanal. Bevor wir loslegen, wollte ich euch noch ein paar Informationen vorlesen, die natürlich auch auf der Angel Minerals Seite vermerkt sind. Und zwar, ich finde das nämlich sehr lohnenswert. Wir achten auf die Verwendung reinster Rohmaterialien wie Puder, Wachse und Öle und gereinigten Pigmenten. Kinderarbeit ist für uns und unsere Rohstofflieferanten tabu.
Es ist uns auch gelungen, Palmöl aus allen Rohstoffen fernzuhalten. Wir verwenden kein Talkum, auch wenn es ein Naturprodukt ist, und natürlich auch kein Mineralöl, ebenfalls ein Naturprodukt. Unsere Puder sind glutenfrei und halal, das heißt keine tierischen Inhaltsstoffe und kein Alkohol. Alle Produkte sind in Deutschland hergestellt und haben eine schier endlose Haltbarkeit. Unsere Zertifikate sind die vegane Blume von der Vegan Society aus UK, das Bunny von PETA für garantierten Tierschutz, das Premium-Zertifikat für Bio und Naturkosmetik Natural von Ikada. Ich blende euch an dieser Stelle noch eine Liste ein, was zum Beispiel bei Angel Minerals Produkten nicht drin ist. Darunter gehören Laktose, Mikroplastik, Mineralöle und noch viele weitere. Das könnt ihr alles hier nachlesen oder auf der Seite. Selbstverständlich sind die Pinsel auch alle vegan. Und was einige von euch vielleicht auch erfreuen wird, ist, dass die Produkte auch in der Schweiz erhältlich sind. Ansonsten hier noch ein paar Worte zu Karin, die Gründerin. Als sie Ausbilderin für ganzheitliche Farbberatung war, war sie auf der Suche nach Make-up, welchem dem Standard der Naturkosmetik entspricht. Leider war das damals alles andere als leicht und deswegen hat sie im Jahr 2011 ihre eigene Marke gegründet, und zwar Angel Minerals. Angel Minerals ist eine Manufaktur mit eigener Herstellung für natürliches, veganes Mineral-Make-up. Die Marke wurde gebrauchsmusterlich geschützt und ist als Naturkosmetik bei Ikada zertifiziert. Okay. Also ich würde jetzt hergehen und erstmal die roten Stellen irgendwie relativ unsichtbar machen. Ja. Ja. Und da habe ich zwei Produkte, mit denen ich das gerne mache. Mhm. Erstens mal das Mint und Concealer Mint Green. Mhm. Ja. Und dann nochmal ein HD Concealer Topaz HD 1. Mit dem arbeiten auch die Maskenbildner unheimlich gern. Mhm. Und ich fange einfach mal an und gucke. Ja. Kannst du mir während des Auftragens vielleicht auch den Unterschied zwischen einem HD-Concealer und einem normalen Concealer erzählen? Ja, also der HD-Concealer ist nochmal in der Konsistenz wesentlich feiner. Ja. Und der ist tatsächlich so, dass er so fein ist, dass er unsichtbar ist. Ah, okay. Im Endeffekt, wir haben ja hier ein besonderes Licht. Ja. Das ist auch HD-gerecht, also für die Kameras, für die HD-Kameras. Ja. In der Tat sieht man es nicht, wenn es aufgetragen ist. Ja. Ja. Also das hat auch kein Flashback, zum Beispiel wenn du mit Blitz fotografiert wirst, dann hast du nicht so einen weißen Schleier im Gesicht, sondern okay. Und diese HD-Produkte, die haben dann auch die Eigenschaft, dass sie halten, wenn du in Wasser kommst. Ah, okay. Also zum Beispiel bei Skiturnieren werden die Skifahrer damit geschminkt. Ach, tatsächlich. Wahnsinn, okay. Und Eis bei dem Fahren. Ja. Und, oder auch die Schwimmer und sowas. Ja. Und das geht nicht runter. Wahnsinn, okay. Aber es trotzdem verklebt es nicht die Haut, es verklebt nicht die Poren, es ist ganz leicht. Ja. Es ist fast mysteriös. Also ich probiere jetzt mit dem Rot. Ja. Und zwar nehme ich da einen Pinsel, der extra fest gestopft ist. Mhm. Ein Kabuki. Die Kabuki sind ja sowieso sehr fest gestopft. Ja. Und der hat außerdem diese Spitze, mit der ich wunderbar arbeiten kann, gerade bei so Pickelchen. Ja. Und natürlich siehst du jetzt, du siehst das Grüne auch noch. Ja, ja. Das ist aber dann weg. Mhm. So, hier gehen wir mal nochmal. Grün ist die Komplementärfarbe genau, von Rot. Das genau. Das heißt, es gleicht das Rot aus. Mhm. Und bei Augenschatten verwendest du dann? Da habe ich unterschiedliche und da muss man immer gucken. Also zum Beispiel, wenn die Augenschatten blau sind, dann nehme ich einen Ton, der ins Orange geht. Ja. Interessanterweise. Ja. Und der dann diese Augenschatten halt auch. Ja. Die Haut regeneriert sich ja einmal alle 7 Jahre komplett, oder? Ja. Genau. Früher, das hatte ich schon gesagt, hatte ich dir schon erzählt, also ich hatte die allergleiche Haut. Ja. Genau das Gleiche. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Aber das ist der Grund halt dafür, dass ich das Make-up hergestellt habe. Und dieses herkömmliche Make-up, das Creme-Make-up, das hatte halt auch Glycerin. Ja. Ne? Und Glycerin ist auch so ein Inhaltsstoff. Man denkt, das spendet ganz viel Feuchtigkeit, aber das eigentlich tut es nicht. Genau. Nee. Und dann halt auch das Mineralöl, was drin ist. Mhm. Und das Glycerin spendet erstmal Feuchtigkeit. Ja.
Aber dann entzieht es der Haut Feuchtigkeit. Ja, genau. Nach 4 Stunden kann es keine mehr spenden, dann entzieht es der Haut die Feuchtigkeit. Ja. Und trotzdem sieht man es in, ja, eigentlich so gut wie jedem Produkt, oder? Ja. So, jetzt gehe ich mal mit der mit dem HD-Concealer drüber. Es ist so ein schönes Gefühl, mal geschminkt zu werden. Ich muss nichts tun, einfach ich entspannen. Liebe das auch. Ich habe ja von Natur aus sehr ölige Haut. Mhm. Würdest du dein Make-up als passend für ölige Haut beschreiben? Unbedingt, ja. Ja. Also das funktioniert am besten, je öliger die Haut ist, umso besser funktioniert das Make-up. Umso besser hält es auch. Es verbindet sich mit dem Make-up und mit der Haut. Also ich rate ja auch, die Haut vorher einzuölen. Ja. Ach, okay. Also wenn jemand besonders trockene Haut hat, sollte die Person das mit Öl mischen und dann auf die Haut bringen. Viele meiner Zuschauer oder Zuschauerinnen sind auch ein Stückchen älter als ich. Und würdest du dein Make-up auch, ich sag mal, crease-proof beschreiben? Also, dass es eben nicht in die Falten rutscht? Ja, absolut. Mhm. Absolut. Also? Ja, ich bin ja selber ein bisschen älter als du. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf, wenn du es sagen möchtest? Ja, ich bin im nächsten März bin ich 75. Mhm. Nochmal bitte? 75. Nein. Doch. Was? Ja. Ich dachte, du bist 60, 65. Nee. 75. Ich meine das komplett ernst. Ich hatte das so in Erinnerung. Ja, die meisten speichern das irgendwie anders ab. Was? Ich weiß auch nicht, steht aber überall. Wahnsinn. Ja, es hört sich so furchtbar an. Ja. Das ist ja ganz nah an der 80-Grenze. Ja. Wahnsinn. Wow. Ja. Nee, das passt nicht. Mit dem, was ich sehe, das passt gar nicht zusammen. Wahnsinn. Naja, aber auch nur deswegen nicht, weil es so wenige Alte gibt, die irgendwie noch jung drauf sind. Ja, ja, das stimmt. Viele sind, sind leider irgendwie, haben den Löffel schon fast abgegeben. Darf ich das drin lassen? Ja. Die ganz matten Make-ups sind am besten für ganz Junge. Ne? Mhm. Und je älter jemand wird, umso eher ist es halt gut, wenn man ein bisschen mehr Glanz nimmt. So, wie ihr gesehen habt, hat die liebe Kari bei mir den Concealer in Mint Green als Color Corrector verwendet, dadurch, dass ich eben einige Pickel habe und Aknemale und Rötungen. Und wie ihr wisst, ist Grün die Komplementärfarbe zu Rot und dementsprechend das ideale Produkt, um eben, ja, eine kleine Vorarbeit zu leisten. Ich nehme das Ganze ein kleines bisschen auf, klopfe es mir schön in den Pinsel ein und somit das überschüssige Produkt auch ab. Und dann decken wir punktuell die kleinen Pickelchen ab. Et voilà. Das sieht jetzt ein kleines bisschen verrückt aus, aber trust the process. Wir machen weiter mit dem HD1 Concealer in Topaz in Light Olive Cool und diesen verwenden wir jetzt einmal für meine untere Augenpartie. Ich gebe mir etwas Produkt in den Deckel, nehme das Ganze mit dem Pinsel auf und klopfe es mir schön ein und auch ein bisschen ab. So, und das Ganze wiederhole ich auf der anderen Seite und komme dann einmal wieder. Und die Make-up-Farbe, also die Foundation. Ja, du hast ja auch eine Menge Farben. Das muss man auch an dieser Stelle loben. Ja. Also du deckst ja jede Hautfarbe ab, oder? Ja. Ja, ja, genau. Auch für Dunkelhäutige. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich in der Naturkosmetik leider.
Ja, das stimmt. Also wir versenden ja immer so Probensets. Ja. Und wenn du, die meisten haben ja eine Einschätzung, welche Haut, in welchen Hautgrundton oder welcher Hauttyp sind sie. Ja. Und bist du jetzt superhell, hell, mittel oder dunkel. Ja. Und dann, wenn, und dann hast du vier Farben im Set. Und dann kannst du unter den vier Farben dann nochmal eine Auswahl treffen, ob du mehr in die gelbe Richtung oder mehr in die rosa Richtung gehst. Und das Gute ist, das ist eben der entscheidende Faktor bei Mineralpuder Foundations, du kannst sie super gut mischen. Ja. Also du kannst, perfekt, du hast ja auch die Keramikschälchen. Ja, genau. Genau, also das ist echt ideal. Ganz wichtig ist, also man muss es richtig in den Pinsel einarbeiten, richtig so rühren. Ja. Dann kann man nochmal so abklopfen, wenn da nichts mehr abzuklopfen ist, dann ist es richtig eingearbeitet. Okay, ja, genau. Und du verwendest deinen Kabuki-Pinsel dafür? Ja, nur. Mhm. Der ist auch schön festgebunden, merke ich. Ja, der ist super festgebunden. Ist angenehm, gell? Ich glaube, ich wurde noch nie so geschminkt. Also einmal von einer Freundin aus Spaß, aber sonst. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ich wurde noch nie geschminkt. Nee. Nein! Nee, also nur einmal wirklich einfach aus Spaß, aber so total chaotisch. Da war ich 17 vielleicht. Ja. Ach was. Auch wieder abklopfen. Ja. Das mache ich auch immer. Ja. Als nächstes nehmen wir die Peter Award zertifizierte Foundation und zwar in der Farbe Pearl. Und einmal diesen großen Kabuki Brush. Das Produkt habe ich mir jetzt ein bisschen in den Deckel gegeben und gehe mit dem Kabuki Pinsel schön rein. Das Wichtige hierbei ist, dass ihr das wirklich schön in den Pinsel einklopft und einarbeitet. So, und mit dem Pinsel, tragen wir das Ganze jetzt einmal auf. Und das Ganze trage ich in kreisenden Bewegungen schön sanft in die Haut ein. Das Gute an dem Pinsel ist eben auch, dass er fester gebunden ist und somit das Produkt auch schön im Pinsel bleibt und ihr somit eine bessere Applikation habt, wie wenn das ganze Puder runterbröseln würde. Et voilà, das ist die Foundation einmal aufgetragen. Und ihr seht, der Color Corrector ist jetzt einmal komplett abgedeckt. Also man kann dieses Grünliche überhaupt nicht mehr erkennen. Und hier blende ich euch ein Vorher zum Vergleich ein. Ihr könnt sehen, also die Akne-Male sind wirklich verschwunden. Ich hole euch nochmal ganz nah ran, damit ihr sehen könnt, dass die Foundation auch wirklich nicht cakey ist. Was ich an deiner Stelle jetzt noch anwenden würde oder was du machen kannst, das ist, ich habe ein spezielles Puder, das heißt Anti-Shine. Okay, und damit kannst du nochmal über die T-Zone gehen. Sehr gerne. Und das kannst du auch immer in die Handtasche legen oder in deine Tasche. Ja. Und mit dem kannst du nachpudern. Ja, das ist perfekt. Sowas brauche ich. Ich habe sehr ölige Haut, deswegen. Ja. Genau. Das ist jetzt dieses Wundermittel. Mhm. Das kannst du auch, das kannst du mit dem Kabuki auftragen oder auch mit Zunge. Ja. Handtasche. Mhm, unbedingt. Das Praktische an deinen Verpackungen ist auch, dass man die eben zudrehen kann. Das heißt, das lose Puder springt nicht die ganze Zeit hin und her. Genau. Man kann das perfekt dosieren. Ja. Als nächstes tragen wir mit demselben Pinsel einmal die Foundation, die Special Foundation Anti-Shine Neutral auf. Diese Foundation ist besonders für ölige Haut gut, weil diejenigen mit öliger Haut neigen ja schnell dazu, wie ich, in der T-Zone sehr, sehr ölig und shiny zu werden. Und mit dieser Foundation könnt ihr das eben verhindern. Und außerdem eignet sie sich auch ideal als Touch-Up-Foundation, sprich, ihr könnt es einfach in eure Handtasche packen und dann im Tag, im Alltag einfach hier und da über die T-Zone gehen. So, jetzt bin ich gespannt. Das kannst du jetzt so viel machen, wie du willst. Mhm. Tatsächlich können wir noch ein bisschen mehr machen.
Angel Minerals hat ein Bronze im Sortiment, allerdings ist dieser schimmernd und dadurch, dass ich eben großporige und ölige Haut habe und nicht so gerne schimmere, hat mir die liebe Karin die Foundation in der N5 Lovely Tan gegeben. Denn mit dieser Foundation kann ich auch einen leicht gebräunten Effekt erzielen und hierfür nehme ich den kleineren Kabuki-Pinsel. Auch hier gebe ich mir das Produkt leicht in den Deckel, nehme das Ganze mit dem Pinsel auf. Klopfe es mir aber auch ordentlich ab, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Foundation. Dementsprechend ist die Deckkraft auch etwas höher. Und das Ganze tragen wir ganz, ganz vorsichtig als Bronzer auf. Ich glaube, man kann direkt einen leichten Unterschied erkennen. Hier ist die Wange schon mal definierter und sieht auch einfach gebräunt und natürlich aus. Et voilà, ich glaube, man kann einen deutlichen Unterschied erkennen. Ich bin sofort leicht gebräunter, das Ganze sieht schon mal viel gesünder aus und der Vorteil ist eben auch, dadurch, dass ich eine Foundation verwendet habe, habe ich nochmal so ein kleines bisschen mehr Deckkraft erzielen können. So, wir machen weiter mit dem wohl spannendsten Part für uns alle und zwar Blush. Und hier verwende ich einmal die Farbe Light Pink Glossy. Das ist nicht derselbe Blush, wie ich ihn bei Karin aufgetragen habe, sondern ein etwas hellerer. Und ja, ich weiß, irgendwie hat mich dieses Pink auch total gereizt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir tragen das Ganze auf. Ich nehme hierfür wieder den kleinen Kabuki-Pinsel, streife das restliche Produkt einfach an meinem Unterarm ab. Im Übrigen, schaut euch mal bitte den Swatch an. Also wirklich, ich persönlich finde, oh mein Gott, ich habe gar keine Worte dafür, wie schön dieser Blush einfach ausschaut. Das Ganze tragen wir jetzt einmal an die höchsten Stellen der Wangen auf, weil durch den Schimmer haben wir eben auch so einen Highlight-Effekt. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, ihr seht, ein total schöner Ton. Bringt direkt Leben ins Gesicht. Das Ganze könnt ihr euch auch wirklich bis hin zur Schläfe auftragen. So habt ihr nämlich einen gelifteten Effekt und macht euch vielleicht nochmal ein paar Jährchen jünger. So, wenn ihr, wie ich jetzt zum Beispiel, ein bisschen zu viel aufgetragen habt, ist das gar kein Problem. Nehmt einfach wieder euren Foundation-Pinsel und geht nochmal leicht drüber. Aber übertreibt es nicht, weil ihr wollt natürlich auch den Effekt beibehalten. Denn ihr könnt sehen, wie schön das Ganze schimmert. Aber ja, einfach wenn ihr das so ein kleines bisschen runterdimmen möchtet, ist es immer möglich. Das ist eben auch der Vorteil an Mineralpuder-Foundations und generell Produkten. Ihr könnt jedes Mal mit einem sauberen Pinsel oder mit dem Foundation-Pinsel drüber gehen und das Ganze nochmal runterdimmen. Et voilà, schon sehen wir frisch aus. Den Rouge kann ich mir übrigens auch sehr, sehr schön als, ja, Schimmerlidschatten vorstellen. Okay, dann testen wir jetzt einmal die Farbe Bronze. Hierfür nehme ich einen großen, fluffigen Blending Brush. Genau, ein bisschen abklopfen. Und hoch, das war schon ein bisschen viel. Genau, das Ganze trage ich mir dann einmal in der Lidfalte auf. Einfach, um so einen Schatten- und Tiefe-Effekt zu erzielen. Aber man braucht unglaublich wenig Produkt. Unheimlich wenig. Also unglaublich wenig. Ja. Ja, das ist wirklich, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Was ich gerne mache, das weiß meine Community ja auch, ich gehe wirklich hoch bis hin zur Augenbraue, weil das ganze Auge einfach nochmal riesengroß wirken lässt und man somit auch einen viel weicheren Übergang hat. So, dann machen wir weiter mit Dark Green. Direkt drunter. Und auch im äußersten Augenwinkel. Als nächstes nehme ich dann den Ton Malachit. So, und das Ganze versuche ich mir jetzt ins Zentrum zu geben. Oh, wobei, soll ich das über das ganze Lid? Das ist so schön. Das sieht toll aus über das ganze Lid. Ja, doch, dann mache ich das über das ganze Lid. Du kannst ja den Champagner immer noch so akzentuiert. Ja, doch, das ist Wahnsinn. Also da muss ich euch nochmal ganz nah ranholen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also so viel Pigment. So knallig. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Wow.
Also das ist wirklich ein Hingucker. So. Und vor allem verbindet sich das auch sehr gut mit dem anderen dunkelgrünen Ton. Ja. Dann nehme ich als nächstes diesen Pencil Brush. Genau, und gehe einmal in den Champagnerton. Den können wir uns ja dann unter die Augenbraue auftragen und im inneren Augenwinkel. Genau, der heißt übrigens auch Champagner. Zack. Ich finde, man sieht direkt einen Unterschied. Als hätte ich mir hier eine Glühbirne hingeklebt. Der hat auch schön Eigenfarbe, fällt mir gerade auf. Also ja. Schön golden, aber auch ein Hauch Silber. Natural Brown verwenden wir dann einmal unten. Ich mache das gerne auch nur außen, weil das dann auch nochmal das ganze Auge so ein bisschen ja. Hebt. Ja. Nachdem du dein Gesicht abgereinigt hast, ja. Auf diese drei Stellen ein bisschen Puder drauf. Ja. Ja. Also Puder ohne Glanzpartikel, einfach eine Foundation. Ja. Und das über Nacht. Ja. Ja. Also als Skincare dann quasi. Ja. Nachdem du dich eingecremt hast. Also erst die Reinigung, dann eincremen ja. Und dann ein bisschen davon. Das machen sehr viele Frauen. Ja. Das ist eben der große Vorteil an deinen Produkten, die machen die Haut besser, weil man sagt ja oft, Make-up macht die Haut schlecht, ja. Aber das muss nicht so sein. Also nee. Bei deinen Produkten ist das beispielsweise nicht der Fall. Ja. Die machen die Haut sogar besser, je mehr ja. Man sie verwendet. Genau, alles klar. Dann würde ich sagen, wir tragen noch die Mascara auf. Danke. Du hast ja herrliche Wimpern. Danke. Da ist jetzt auch kein Silikon drin, das heißt, ja. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Bleibt ein bisschen länger nass. Ja. So, ja. Und wir machen einmal weiter mit Lidschatten. Hier nehme ich einmal den Ton Natural Brown. Das ist ein ziemlich dunkles Braun, deswegen nehme ich nur ein kleines bisschen davon. Und hierfür verwende ich jetzt einmal den Blending Brush und gehe damit ins Produkt rein. Klopft das Ganze aber auch schön wieder ab. Und das tragen wir uns jetzt einmal in die Lidfalte auf. Und ihr seht, das ist sehr intensiv, deswegen passt auf jeden Fall sehr auf. Und das Ganze verblenden wir einmal hoch, wirklich bis hin zur Augenbraue. So, und wenn das ein bisschen zu viel ist, wie in diesem Falle, dann könnt ihr einfach mit dem Concealer-Pinsel nochmal drüber gehen. Und euch das Ganze nochmal korrigieren. So, als nächstes nehme ich mit demselben Pinsel den Eyeshadow Bronze Satin auf. Das hier ist ein richtig schönes, schimmerndes Bronzer. Und das Ganze gebe ich mir jetzt nochmal definiert in die Lidfalte. Dadurch, dass der Lidschatten so schön schimmernd ist, öffnet er das ganze Auge nochmal dementsprechend. Mit demselben Pinsel gehe ich jetzt in den sehr, sehr beeindruckenden Ton Smaragd Matt. Ich wollte schon immer mal so einen Forest, dunkelgrün haben. So ein richtig schön sattes Waldgrün. Deswegen freue ich mich umso mehr, diesen jetzt endlich zu haben. Und das Ganze trage ich einmal an den äußeren Winkeln des Auges auf. Boom. Seht ihr das? Also könnt ihr sehen, wie viel Power das hat, wie viel Pigment das einfach ist. Also das ist echt der Wahnsinn. Zack. So schnell geht das. Und das Schöne an dem Pinsel ist, der schmiegt sich auch sehr schön ans Lid. So kann man das Ganze richtig schön platzieren. So, dann nehme ich mir einmal diesen Pinsel hier und die Farbe Malachit Glossy. Und das Ganze geben wir uns einmal in die vorderen zwei Drittel. Und ihr könnt sehen, was für ein schöner, schimmernder, funkelnder, grüner Ton das ist. Und das Gute ist, der verbindet sich auch direkt, oder der verblendet sich auch direkt mit dem dunkelgrün.
Als nächstes nehme ich diesen spitz zulaufenden Pencil Brush und gehe damit einmal in den Ton Champagner. Das ist allerdings ein Highlighter, aber natürlich kann man diesen auch als Lidschatten zweckentfremden. Diesen nehme ich jetzt auch einmal mit dem Pinsel auf und gebe mir das Ganze in die inneren Augenwinkel. Für einen wunderschönen Inner Corner Highlight. Zack, seht ihr, wie schnell das geht? Auch als Augenbrauen Highlight könnt ihr das Ganze verwenden. Und zu guter Letzt nehmen wir uns noch einmal diesen Pinsel hier. Und damit trage ich jetzt einmal den Natural Brown Eyeshadow nochmal am unteren Wimpernkranz entlang auf. Das Ganze trage ich aber nur in den hinteren zwei Dritteln auf. Denn so können wir unser Auge noch mal etwas liften. So, wir machen weiter mit der Vegan Black Volume Mascara. Diese hat auf der einen Seite längere Härchen als auf der anderen. Somit könnt ihr die Wimpern ziemlich schön trennen und definieren. Und das macht es auch einfacher, die Wimpern mit Produkt zu umhüllen. Ihr könnt sehen, die Wimpern sind schön tief schwarz und absolut nicht verklumpt. So, das ist einmal der fertige Augenlook. Dann, zu guter Letzt, Lippenstift. Genau. Dann machen wir das noch. Was würdest du jetzt zu dem grünen Lidschatten empfehlen an Lippenstift? Also, mir hat es ja gut gefallen, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, mit diesem leicht bräunlichen Ton. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ja. Okay. Also, der ganz helle, den fand ich nicht schön. Ja, ja. Also, ich gucke jetzt mal, ist dir ein Lippenstift lieber oder kennst du auch sowas, so Töpfchen? Was ist denn der Unterschied? Also das ist wie ein Lip Balm. Ja. Du gehst halt mit dem Finger da drauf oder mit irgendeinem Lippenpinsel und du tupfst es drauf. Es ist halt nochmal cremiger. Das ist jetzt einmal die Farbe Antique Rose, genau. Ich versuche das mal in der Kamera aufzufangen. Seht ihr das? Oh Gott. So. Dann haben wir hier, also den hier noch, Elegance, und hier Karamell. Ja. Oh ja. Elegance sieht sehr schön aus. Ja, gell? Ja. Sehr, sehr schön. Karamell. Oh wow. Tatsächlich gefällt... Das könnte der sein. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der schönste von allen gerade. Hoch? Ja. Dann nehmen wir Karamell. Hat aber ganz schön viel Pigment. Ja, das ist... viele denken, das wäre einfach nur so ein Lipgloss, aber es ist sehr viel stärker als ein Lipgloss. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, gell? Es passt gut zu dir, finde ich. Danke. Ich finde das tatsächlich auch sehr schade, weil oft findet man auf dem Markt nur diese Tinted Lip Products, also nur leicht getönte, und ich will halt immer Farbe, ich will immer abdecken und einfach knallige Farben. Ja. Und das hat man hier. Und das passt halt gut zum Augenmilch. Genau, ja. Die kleinen Lip Pots kann man auch auf den Wangen verwenden, kann das sein? Genau. Ja, genau. Das ist auch noch ein Plusfaktor, definitiv. Das ist meine Farbe tatsächlich. Ja, das gefällt mir richtig gut. Alles klar? Okay, danke. Schön. Ja, sehr gerne. So, und wir sehen uns dann nochmal in meinem Studio. So, was wäre dieser Look ohne Lippen? Deswegen hat mir die liebe Karin 3 Mini-Lips mitgegeben, diese Pots. Einmal die Farbe Antique Rose. Als nächstes die Farbe Bordeaux. Und zu guter Letzt meine persönliche Lieblingsfarbe Caramel.
Der Vorteil in diesen Produkten ist, dass die eben nicht komedogen sind und ihr die somit auch als Cream Blush oder Cream Contouring in dem Sinne verwenden könnt oder ja, wenn ihr lustig seid, sogar als Cream Eyeshadow. Das Ganze können wir sehr, sehr gerne in einem der kommenden Videos machen, also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Ich habe euch alle Farben geswatcht, denn ich habe leider nur eine Lippe. Deswegen können wir nur einen Ton auftragen und ich habe mich für den Ton Caramel entschieden, weil ich finde, und Karin übrigens auch, dass Braun besser zu den Augen passt. Die Mini-Lips sind im Übrigen extrem cremig und somit auch sehr, sehr pflegend. Und sie haben unglaublich viel Pigment, das heißt, ihr könnt wirklich eure roten Lippen schön abdecken. Et voilà, das ist der Ton einmal aufgetragen. Ihr seht, sehr glossy, sehr natürlich, sehr gesund. Das sieht einfach unglaublich gepflegt aus und ja. Ich bin mit dem Look jetzt natürlich ein bisschen in Richtung Abendlook und auffällig gegangen, aber ihr wisst, das tue ich oft, weil ich persönlich auch finde, dass man diese Farben im Alltag rocken darf. Aber wenn ihr natürlich einen etwas, ja, gedimmteren und alltäglicheren Look sehen möchtet, dann lasst es die liebe Karin und mich definitiv in den Kommentaren wissen. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle sehr bei der lieben Karin für die Einladung, für die kostenlosen Produkte und generell einfach dafür, dass du mich so herzlichst aufgenommen und ja, mit mir zusammenarbeiten wolltest. Also ich freue mich sehr darüber. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, schaut unbedingt bei der Angel Minerals Seite vorbei, wie gesagt, die Produkte sind auch in der Schweiz erhältlich, das alles werde ich euch einmal in der Infobox unten verlinken, folgt Angel Minerals auf Instagram für weitere, ja, coole Looks und Inspiration, auch den Instagram-Kanal verlinke ich natürlich in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder auch Abend, wann auch immer du dieses Video geschaut hast und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis demnächst. Tschüss.